So, Servus, Lionels, Save the Date, 28.09. ist unser großes Chancen-Event. Wer mitspringen will, meldet sich an unter rc-freunde-bayerwald@web.de. Oh, der war gut, ne? Preise gibt es natürlich auch, seht ihr unten in der Verlinkung auf unser Info-Video. Event findet statt in 93471 am Bruck, Start ist um 13 Uhr. Seid gespannt, seid dabei und jetzt geht's los mit dem Video. Servus! Du musst hier schon, du und deine Fans. Diesen Moment noch mit drin haben. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von der RC-Freunde Bayerwald. Wir sind mal wieder da. Miley und ich. Miley frisch geschoren, schau. War beim Stylisten. Sommerfrisur hat es gekriegt. Keine Sorge, wir bauen mal einen kleinen Tamiya-Bausatz zusammen. Irgendwie bin ich quasi ein Modellbauer, der die Teile selber zusammenbaut. Mehr dazu noch im Intro. You gonna feel this energy! Geplant. Ich zeige euch heute mal, was aus dem geilen Bausatz geworden ist von Tamiya, der VW Käfer. Ich habe ihn natürlich nicht selber zusammengebaut, der Robert hat ihn auch nicht zusammengebaut und zwar hat ihn unser Daniel zusammengebaut. Merci nochmal an der Stelle. Wenn ihr Probleme habt mit Reparaturen oder es habt auch so einen Bausatz und möchtest den gerne zusammenbauen oder so, der ist bei uns in der WhatsApp-Gruppe drin und macht das liebend gerne. Wir verlinken es auch Insta-Seiten unten in der Beschreibung oder wir blenden es da ein oder so. Er heißt, Moment, muss ich nachschauen? Das ist wieder eine Vorbereitung, ne? Daniels RC-Sohn. Voll geil, ne? Schaut mal auf seiner Insta-Seite vorbei. Auf alle Fälle hat man der den Tamiya-Bausatz zusammengebaut und ich bin überglücklich damit. Ne? Lackierung habe ich mal lassen vom ABX-Design. Ich zeige euch jetzt mal, was aus dem Teil da geworden ist. Und zwar das etwas zerfen. So, es ist aus dem Ding geworden eine Draxas-Funke. Ne? Das kommt da. Davor, weil ich viele Draxas-Funken habe und dann Draxas-Empfänger auch da habe. Ne? Jetzt haben wir gesagt, nehmen wir halt einen Draxas-Empfänger. Ne? Und da ist das gute Stück. Ne? Hier drauf. Oh, schaut mal. Da haben wir natürlich ein Soundmodul verbaut. Und wer kennt's? Wer kennt's? Natürlich darf die altbekannte Hörbihuppe nicht fallen, ne? Sound haben wir ja. Wir haben einen übelst krassen V8-Sound eingebaut. Könnte man jetzt wahrscheinlich mich nicht mehr verstehen, weil der Motorsound so laut ist. Genau, wir haben einen übelst krassen V8-Sound eingebaut. Leider haben wir keinen bisschen nicht gefunden, aber er hat einen V8-Motor drin, ne? Genau, lackiert wurde die Karo von unserem ABX-Design. Voll geil hat er das wieder gemacht, super geil umgesetzt. Also, ja, was soll man da noch sagen, ne? Es ist einfach ein cooles Teil. Was natürlich noch fehlt, ist das richtige Nummernschüttel dazu. Da haben wir es schon. Schaut mal. Herbie 53. Ich habe nächstes Mal 63 T-Shirt dazu.
Eigentlich wollte ich 53 Monate raus, aber es geht leider nicht. Ne? Genau, Aufkleber, die mache ich jetzt noch dran, das schaffe ich auch noch gerade. Jetzt wird es erst ausschneiden, aber das bringe ich schon noch hin. Merci nochmal an der Stelle für den, der wo die Aufkleber gemacht hat. Der ist auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Hat mich echt narrisch gefreut. Ne? Er weiß Bescheid, wenn wir wollen. Upsi, da fällt schon was raus. Wir haben natürlich noch was vorbereitet. Wir haben bereits einen alten Herbie und einen New Herbie. Das ist quasi der New Herbie, ne? Da fällt schon was raus. Ich habe das so super geil festgemacht mit Magnethalter, ne? Irgendwie kann ich aber das nicht so richtig festmachen, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr da irgendwie eine Idee, wie man das festbringt, weil mein System haut da nicht so ganz hin. Ich tue da noch einmal die Kamera her und zeige euch das im Detail. Und dann gibt es mir da mal Tipps und Tricks, wie man das ordnungsgemäß befestigt, weil ich habe da null Ahnung von irgend sowas. Ich möchte halt da nicht Karoclips einbauen, ne? Ich meine, da waren sie schon drin. Die Dinger haben übrigens eingekürzt, ich meine, noch wegen Zauschleifer. Also, es war nicht der Daniel. Schaut nur wegen unprofessionell aus, aber fürs Erste geht's schon, ne? Und dann schalten wir den einmal ein. Da haben wir natürlich auch einen Motorsound verbaut. Und eine. Eine Herbie-Hupe, ne? Voll geil. Und da brauchen wir natürlich auch noch einen Nummernschüttel dazu. Ein New Herbie 53. Und dann haben wir ein Spezial vorbereitet. Und zwar, wir haben ein Beatle-Treffen organisiert bei uns im wunderschönen Ambruck, ne? Der Müller Kuno hat das organisiert. Und da fahren wir mit den Herbies jetzt einmal hin. Und dann schauen wir mal, was die Herbie, die Beatle-Fangemeinschaft zu unseren Autos sagt. Ne? Eigentlich hätte ich auf Pause drücken können, gell? New Herbie. Den Start gemacht. So. Also, das sind die zwei Schmuckstücke, was ich noch vergessen habe zu erwähnen. Die Karo da, die ist tatsächlich nicht mehr verfügbar irgendwo. Die ist von HPI, glaube ich, mal gewesen. Da hat es mal so eine New Beetle-Serie gegeben. So ein Wettkampf. Keine Ahnung, was genau gegeben hat, auf jeden Fall. Habe ich die zufällig in eBay Kleinanzeigen gefunden. Ne? Also, genau die Karosserie gibt es nicht mehr. Also ich habe es zumindest nicht gefunden, wenn dann finden wir es durch Zufall irgendwo. Genau, auf alle Fälle geht es jetzt aus, aufs Beatle-Treffen. Bleibt dran! So, wir haben wir jetzt angekommen am Beatle-Treffen. Ne? Wir haben unseren Kleiner dabei. So, voll geil, ne? Und im Hintergrund haben dann die großen. Krasse Nummer, oder? Wir werden auch noch schnell zum anderen Herbie hinstellen, zum 1:1 Herbie. Ich bin übrigens auch da. Ja, ist auch da, der Daniel ist auch da. So, jetzt kommen wir zum Mann der Stunde, der hat das ganze Beatle-Treffen organisiert, ein Kuno Müller, aber der Abitere! Sag einmal kurz, welche Beatle haben da? Also, das ist unser viertes Beatle-Treffen im Bayerischen Wald bei Ambruck. Und heute sind 41 Beatle da.
Kommen von ganz Deutschland. Also egal von Norden, Süden, Westen, Osten. Das ist weiteste Anreise? Weiteste Anreise, glaube ich, ist der Anruf fast in Flensburg gekommen. Also der hat fast der hat 1000 Kilometer. Krass. Ja, hat bis zu uns aber, weil es einfach geil schlimmsten ist. Nein, weil es einfach geil ist. Oder so. Ja, vor allem, weil wir da haben. Ne? Eben. Und natürlich freue ich mich, dass es ist. Auch wieder für uns, das alles übernimmt es mit dem Filmer. Unbedingt. Mit da. Hat so viele irgendeine Johann dabei? Ja, klar. So. Also haben und wir quasi 49 ganze und zwei halbe. Und weil du Unspruch hast, wir haben einen originalen Hörbi dabei. Ja, genau. Zu dem müssen wir jetzt gleich. Der hat sogar einen Dachummer. Wenn du siehst, dann schauen wir heute halt mal schnell viele, oder? Genau, da hat er auch so. Also gehen wir mal viele zum Geld. Also ich glaube, dass unsere Autos gut ankommen, auf so einem Beetle-Treffen. Besser wie die Großen, ne? Das ist immer so um mich, ne? Das hat sich schon gut hergestellt. Geil. Das ist jetzt die dreckige Version vom Hörbischau. Vielleicht machen wir sie ja auch noch, ne? Ja, perfekt. Nur das ist unser Mann, ne? Das ist ein richtiger Hörbi-Fan, würde ich mal sagen. Aber du warst schon mal da, gell? Ja, ja. Letzten Beetle-Treffen warst du auch schon da. Ja, ich war. Hier, ich komme immer her. Ja. Ja, wir sind, ich weiß, ich bin von Pilsen, da ist nur eine knappe Stunde. Ja, das ist ein Heimspiel. Ja, ja, das habe ich gesagt, mach mir heim und dann komme ich mir da holen. Ja, er möchte unbedingt so einen Beetle haben, ne? Müssen wir mal schauen, ob wir noch einen auftreiben. Wenn man einen auftreibt, dann bist du der Erste, der mal einen kriegt. Ja, bis zum nächsten Beetle-Treffen muss ich einen anderen nachbauen. Ja. Geil, Kuno, bist du oder den Blauen? Ja, oder den Blauen. Jetzt geht's los, jetzt starten wir die Ausfahrt rund um den Abend, ne? Seid gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Ah ja, stimmt, jetzt ist es. Ein komisches Video, hey. Ja, so gemütlich. Ja, fast ohne RC-Auto. Ja, ja. Ja, ja. Das war der Chef. Also, wir haben jetzt wieder da, der Dingsbums-Ausfahrt ist beendet. Wir haben angekommen, Schwenkel und Topf, beim Kuno seiner Werkstatt. Wenn es mal Reparaturmöglichkeiten braucht, sind der Axel seriert. Es gibt auch RC-Autos vorbeibringen, weil ich muss den auf die Hebebühne abgestellt. Ich habe ein leichtes. Niveauproblem. Niveauproblem. So heißt das in die Fachkreisen. Ne? Genau, in der Axelsreit, wenn ihr was habt, schaut vorbei. Beim Müller-Autohaus ist ein kompetenter Mann. Er riecht nicht nur Beetles, er riecht andere Autos auch. Ne? Aber er hat gerne einen Hochfeuer-Beetle, ne? Weil man da im Video schon sieht oder so. Definitiv war das wieder eine geile Nummer. Ich hoffe, ihm hat es auch gefallen, dass man ein bisschen ein wenig weniger erzählt. Ja. Aber das sieht man auch nicht alle Tage. Ne? In diesem Sinne, haut's rein, Freunde. Ihr könnt euch noch zwei weitere Videos anschauen. Like nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Uns nicht vergessen. Ja. Peace.